Danke, Herr Präsident. Bevor ich zum Inhalt komme, möchte ich vielleicht kurz erklären. Auch wir haben uns zunächst den Gedanken gemacht, ob man gleich soll einen Begehrensantrag einbringen, weil natürlich die Kompetenz bei Rom liegt, wenn man die Rettungsgasse effektiv einführen will. Uns ist es aber auch in erster Linie darum, zunächst einmal gegangen, wirklich die Menschen zu sensibilisieren für das Thema, dass Südtirol die Menschen, die Verkehrsteilnehmer informiert, aufklärt. Und zwar deshalb, weil wir erinnern uns zurück, als Anfang Februar dieses Schneechaos auf der Brennerautobahn war, da hat die Verkehrsmeldezentrale Südtirol die Verkehrsteilnehmer aufgerufen, die Rettungsgasse zu bilden. Und da haben wir uns aufgehängt. Kurze Zeit vorher hat es einen Unfall auf der Mebo gegeben, wo die ersten Autos sozusagen, die zur Unfallstelle gekommen sind, von sich aus die Rettungsgasse gebildet haben. Und das wurde von allen Blaulichtorganisationen, sage ich jetzt einmal, die an dieser Unfallstelle zu tun hatten, das Weiße Kreuz, die Feuerwehr und ich glaube, ich weiß nicht, war es Polizei oder Carabinieri, die haben das eigentlich für gut empfunden, dass es wirklich einmal möglich war, reibungslos, ohne Behinderungen, sofort und schnell an eine Unfallstelle zu kommen. Wir haben dann heute den Beschlussantrag in einen Begehrensantrag umgewandelt, wurde uns dann aber von den Ämtern gesagt, dass das technisch nicht möglich ist, weil der Begehrensantrag ein neues Dokument darstellt und folgedessen diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Folgedessen jetzt hier so zu behandeln. Folgedessen haben wir den Beschlussantrag abgeändert in der Form, dass der Südtiroler Landtag die Landesregierung beauftragen soll, in Rom zu intervenieren, damit der Straßenverkehrskodex so abgeändert wird, dass eventuell auf gesamtstaatlicher Ebene auch die Möglichkeit der Rettungsgasse vorgesehen wird. Den Südtirolern ist der Begriff der Rettungsgasse natürlich bekannt, vor allem aus der deutschen Medienlandschaft, sagen wir es einmal so, weil die Rettungsgasse in Österreich seit 1. Jänner 2012 verpflichtend eingeführt wurde und in Deutschland auch danach die Rettungsgasse eingeführt wurde. Weiters sind auch Staaten wie auch die Schweiz, ich glaube auch Tschechien, Slowenien, Ungarn haben auch diese Möglichkeit beziehungsweise diese Rettungsgasse in der jeweiligen Straßenverkehrsordnung mittlerweile verankert. Es geht darum, den meisten ist es ja bekannt, dass der von den Verkehrsteilnehmern gebildete freie Fahrweg in der Mitte einer mehrspurigen Straße vor allem im Falle eines Unfalles sämtlichen Einsatzfahrzeugen, den Blaulichtorganisationen, eine freie und ungehinderte Durchfahrt zur Unfallstelle gewährleistet. Aber nicht nur, es geht ja auch, wenn wir uns erinnern, gerade an das Schneechaos, es geht nicht nur darum, wenn ein Unfall passiert, sondern auch, wenn man weiß, über Stunden ist kein Weiterkommen mehr möglich, um die Versorgung, Verpflegung, um Hilfeleistung. Wir haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viele top funktionierende Organisationen in Südtirol, die rasch zur Stelle sind, die immer wieder natürlich bereit sind, unter widrigsten Umständen und in solchen Notfallsituationen sofort Hilfe zu leisten. Und dann, glaube ich, wäre es natürlich sinnvoll, wenn die auch durchkommen, wenn die auch die übrigen Verkehrsteilnehmer rasch und schnell erreichen. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, gerade im österreichischen Verkehrsministerium. Dort hat es letztes Jahr auch einen eigenen Rettungsgassengipfel diesbezüglich gegeben, weil natürlich immer wieder auch wichtig ist, Rücksprache mit den Rettungsorganisationen, mit der Polizei, sprich kurz gesagt mit den Blaulichtorganisationen zu halten. Und in der Zwischenzeit funktioniert es wirklich einwandfrei. In Österreich hat es immer wieder die Diskussion gegeben, ob man die Pannenstreifen erweitern soll. Also die ASFINAG wurde immer wieder aufgefordert, Pannenstreifen zu errichten.
Jetzt ist man von dieser Idee abgegangen, weil effektiv die Rettungsgasse funktioniert. Wo es noch Probleme gibt, ist auf mehrspurigen, also auf drei- und mehrspurigen Teilstücken, wo viel Lkw-Verkehr auch ist. Dort gibt es am ehesten Schwierigkeiten, aber ansonsten kann man sagen, dass es in Österreich sehr gut funktioniert. Es hat auch eine Umfrage in Österreich gegeben, wo über die Rettungsgasse, und da haben 93% der Befragten angegeben zu wissen, wie man exakt die Rettungsgasse bildet, also wirklich ein hoher Prozentteil. 83% haben angegeben, dass sie schon mindestens einmal in der Situation waren, die Rettungsgasse auch zu bilden. Und dass die Rettungsgasse insofern eine Möglichkeit ist, die von den Verkehrsteilnehmern als gute Idee und gut angenommen wurde, haben 89% der Befragten angegeben. Also man sieht, dass natürlich über Sensibilisierungsmaßnahmen, über Information und Aufklärung dieses Angebot gut angenommen wird, gut funktioniert. Und wir kennen es ja alle, dass wirklich gerade in solchen Situationen, wo es zu Unfällen kommt oder so, vielleicht hat es selbst auch schon einmal jemand erlebt, dass er im Stau steht, es ist manchmal wirklich für Einsatzkräfte schwer teilweise die Situation vorfinden, dass Bahnenstreifen sogar in Stausituationen blockiert sind, weil es immer wieder Verkehrsteilnehmer gibt, die den Bahnenstreifen manchmal in solchen Situationen auch als Fahrspur verwenden. Und deswegen denke ich, es geht um Minuten, es geht ja im Endeffekt um lebensrettende Maßnahmen. Und wie gesagt, wir haben zuerst gedacht, es wäre sinnvoll, dass man die Bevölkerung sensibilisiert. Das ist auch dann sinnvoll, insofern die römische Regierung dann auch tätig wird und das auch einfließen lässt. Wir haben ja gestern diesbezüglich eine Pressekonferenz gemacht und es war interessant, auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Es haben sich Leute vom Weißen Kreuz gemeldet, es haben sich Feuerwehrleute gemeldet, die diesen Vorschlag natürlich begrüßen würden. Und ich gebe auch zu, die dann aber allerdings schon auch gesagt haben, gerade eine Fahrschule auch, dass es natürlich in Südtirol so ist, dass die Fahrschüler nach dem italienischen Straßenverkehrskodex natürlich ausgebildet werden. Das leuchtet ein, das ist klar. Uns ist es auch nicht so sehr jetzt darum gegangen, wir wissen, dass wir hier nicht die Zuständigkeit haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon auch dann auf gesamtstaatlicher Ebene eine Idee sein kann, die mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen, mit Sensibilisierung, mit Aufklärung, denke ich mal, auch recht gut angenommen werden kann. Es ist ein, glaube ich, praktisches Thema, ein Alltagsthema, das mit gutem Willen eigentlich rasch umgesetzt werden kann. Und deswegen unsere Bitte natürlich um Zustimmung und dass die Landesregierung effektiv, sollte dieser Antrag in dieser Form angenommen werden, dass sie dann auch tatsächlich in Rom interveniert und dass sie die Regierung auffordert, diese Möglichkeit der Rettungsgasse effektiv auch in den Straßenverkehrskodex aufzunehmen und dann natürlich die Menschen oder die Länder gefordert sind, die entsprechenden Kampagnen, Sensibilisierung, Information und so weiter zu betreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wir haben nun doch einige Wortmeldungen. Zuerst gemeldet hat sich der Abgeordnete Lanz, bitte. Sie haben das Wort. Ja, werte Kollege Mayer, als SVP-Fraktion können wir diesen nun geänderten Antrag zustimmen, und zwar mit der Begründung auch, dass es genau wie Sie schon gesagt haben, darum geht, dass wir nicht irgendwelche Änderungen oder Reglements in die Welt setzen, die nicht rechtlich abgedeckt sind. Der heutige Straßenverkehrsordnungsgesetz ist momentan so formuliert, dass er genau das Gegenteil verlangt vom Verkehrsteilnehmer. Das heißt, dass der Fahrer ganz rechts sich nach links orientieren sollte, und dann ist es eigentlich komplett im Widerspruch zur Rettungsgasse. Wir wissen, dass das Modell der Rettungsgasse jetzt ein neues Modell ist, das auch zu funktionieren scheint. Bis jetzt in den letzten Jahrzehnten war es eben vor allem die Notspuren, und insofern glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, Maßnahmen zu ergreifen, die auch in die richtige Richtung gehen. Was wir zu bedenken geben, ist natürlich eine Entwicklung, die auch eine gewisse Kultur mit sich hereinbringen muss, weil man natürlich dann auch das Verständnis für solche Maßnahmen aufbringen muss, vor allem von Verkehrsteilnehmern.
Vor einigen Jahren gab es im italienischen Parlament den Antrag, dass jedes Fahrzeug mit einem Schild ausgestattet werden sollte, das man im Notfall aufklappen kann auf dem Autodach, um dann überall vorbeizufahren. Es hätte dann geblinkt und geleuchtet, wenn eine Notsituation ist. Ich glaube, jeder von uns kann sich das vorstellen, wie dann in den italienischen Großstädten die Situation gewesen wäre. Und ich hoffe auch, dass das Modell einer Rettungsgasse dahin führt, dass es wirklich auch in der Disziplin eingehalten wird und dass es nicht dann die freie Vorzugsspur wird für den, der dann vorbeirauschen kann und das Ganze dann wieder blockiert. Aber das ist dann ein Thema, das in der Umsetzung mit Sensibilisierung, mit den dementsprechenden Maßnahmen und Gesetzen begleitet werden muss. In der Form können wir das unterstützen und wollen das auch so weiterbringen. Danke. Vielen Dank. Und das Wort ersucht hat der Abgeordnete Knoll. Sven, bitte, Sie haben das Wort. Ja, bei der Straßenverkehrsordnung ist es schon eine sehr, sehr lange Forderung von uns, dass man hier eine europäische Lösung findet, weil es macht einfach keinen Sinn, dass für dieselben Fahrsituationen unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen in einzelnen europäischen Ländern vorherrschen. Wir haben Länder, die haben eine Rettungsgasse, andere Länder haben keine Rettungsgasse. Wenn wir jetzt die Situation hätten, wie sich das manche Nationalstaaten vielleicht noch erträumen, dass ihre Bürger nur im jeweiligen Staatsgebiet bleiben, dann macht das vielleicht noch Sinn, aber spätestens wenn die Bürger anfangen, über die Grenzen hin und her zu fahren und im Kopf ja die eigene Straßenverkehrsordnung haben, dann wird das Ganze zum Problem. Und Uli Meier hatte das ja bereits gesagt auf der Autobahn, ich beobachte das auch immer wieder, dass es gibt dann Gruppen, die bilden eine Rettungsgasse, vor allem Touristen, die das aus Deutschland, Österreich gewöhnt sind, andere bilden sie nicht. Dann kommt es noch zum größeren Chaos, weil dann verstopft sich ja die ganze Straße. Wo ich bei der Rettungsgasse ehrlich gesagt immer ein bisschen das größere Problem sehe, ist der Punkt der Wahrnehmung, ab wann eine Rettungsgasse gebildet werden muss. Weil die Rettungsgassenregelung besagt ja, dass bei Staubildung der Fahrer auf der rechten Seite ganz nach rechts fährt und der Fahrer auf der linken Spur ganz nach links fährt. Das macht einen Sinn, wenn ich vor mir einen Stau habe. Aber sobald der Verkehr nur zähflüssig ist, bilde ich dann eine Rettungsgasse, ja oder nein? Ich stehe ja in dem Moment. Also da merke ich schon auch oft ein bisschen eine Verunsicherung bei den Bürgern. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man hier eine gesamteuropäische oder möglichst gesamteuropäische Lösung finden sollte. Und gerade nachdem wir hier in Südtirol ja sehr viel auch Kontakt zu Gebieten nördlich des Brenners haben, wäre es schon sinnvoll, dass man hier vor allem auf der gesamten Brennerautobahn eine einheitliche Straßenverkehrsordnung findet. Weil da brauchen wir nicht nur über die Rettungsgasse reden, da reden wir über die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die ja genauso irrsinnig eigentlich sind, dass es für dieselbe Autobahn nördlich und südlich des Brenners unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für BKWs, für LKWs und so weiter gibt. Also ja zu einer Vereinheitlichung und deswegen auch eine Zustimmung zu diesem Antrag. Es stimmt, wir Südtiroler haben hier keine gesetzgeberische Kompetenz, aber meine Frage wäre, ob es nicht die Möglichkeit bestünde, hier eine Sensibilitätskampagne zu machen, weil niemand kann uns ja verbieten, dass wir den Bürgern auf der Straße empfehlen, bei der Staubildung eine Rettungsgasse zu bilden. Das wäre eben meine Frage, ich weiß es nicht, das wäre meine Frage, weil es gibt ja, das stimmt schon, was du gesagt hast, wenn es eine Notspur gibt, aber es gibt ja Straßen, wo es keine Notspur gibt. Was ist dann? Ja, aber dort kann ich nicht auf die rechte Seite. Ja, das wäre meine Frage. Ob es bei einer Notspur ist, ist klar. Aber wenn keine Notspur vorhanden ist, muss ich dann auch ganz nach links fahren? Das wäre meine Frage. Wenn das so wäre, dann geht's nicht. Wenn es nicht so wäre, dann könnte man ja hier praktisch eine Kampagne umsetzen, dass man sagt, in solchen Situationen wäre das möglich, eine Rettungsgasse zu bilden. Vielen Dank. Bevor wir zur Wortmeldung des Abgeordneten Plohner Franz kommen, möchte ich recht herzlich die 2a Fachoberschule für Wirtschaft, Oberschulzentrum Malz hier im Landtag recht herzlich begrüßen mit der Professorin Christiane Batscheider. Und nun kommen wir zur Wortmeldung des Abgeordneten Plohner Franz. Bitte, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen. Nun, die Straßenverkehrsordnung mehrerer europäischer Länder, Sie haben es ja schon hingewiesen, vor allem in Österreich, Deutschland, Schweiz, aber auch Tschechien und die Slowenien, das sind zurzeit, was europäische Staaten sind, gilt seit vielen Jahren die Verpflichtung zur Bildung, oder sogenannte verpflichtend, denn wenn ich sie nicht bilde, kriege ich auch Strafen, der sogenannten Rettungsgasse auf Autobahnen und Schnellstraßen, nicht nur auf die Autobahnen bezogen. Nun, viele Automobilclubs appellieren an die Autofahrer, Platz zu machen, bei Staus, ich spreche jetzt wirklich bei Staus, und Unfällen mit der Bildung der Rettungsgasse. Und ich spreche jetzt auch als Notfallmediziner, weil ich das seit 20 Jahren miterlebt habe. Und ich weiß, wenn man nicht mehr zum Unfall kommt,
da muss man auch mal einen Kilometer zu Fuß gehen. Gegenseitige Rücksichtsnahme und deswegen auch Rücksichtnahme und Selbstverantwortung sind gefragt, damit im Notfall rasch geholfen werden kann. Durch eine funktionierende Rettungsgasse können alle Einsatzkräfte im Geltungsbereich, wo der eingesetzt ist, der Rettungsgasse, die auch auf Autobahnen, und das gilt auch dort ohne Bannenstreifen, gebildet werden können. Wertvolle Zeit bei der Anfahrt zum Unfallort erreichen. Die Erfahrungen aus diesen Ländern zeigen, dass durch die Rettungsgasse die Einsatzzeiten, und das ist das jetzt Entscheidende, der Rettungsfahrzeuge verkürzt werden und somit wertvolle Zeit bei den Einsätzen gewonnen werden. Die Auswertungen, und hier spreche ich ein bisschen aus der wissenschaftlichen Ebene, die Auswertung der Daten des Österreichischen Roten Kreuzes zeigen, dass die Rettungsgasse eine sinnvolle und hilfreiche Möglichkeit ist, den Einsatzfahrzeugen eine verzögerungsarme Zufahrt zu den Einsätzen auf Autobahnen und Schnellstraßen zu erlauben. Dabei zählt jede Sekunde und das die Daten, denn pro Minute, die der Retter früher eingreifen können, erhöhen sich, und das ist das Entscheidende, erhöhen sich die Überlebenschancen eines Unfallopfers um ca. 10%. Das heißt also, wenn sich 10 Minuten länger dran sind, ist die Unfallchance, wenn sie schwer verletzt sind, sind sie wahrscheinlich nach 10 Minuten tot. Und das muss unsere Zielvorgabe sein. Das heißt, ich bin verpflichtet, wenn ich Hilfeleistung möchte, muss ich eine Rettungsgasse auch aufbauen. Durch eine korrekt gebildete Rettungsgasse können die Einsatzkräfte Durchschnitt, und so sind die Daten jetzt erarbeitet worden, circa 4 Minuten einsparen, was die Überlebenschancen der Unfallorte im besten Fall um circa 40% steigern. Deshalb glaube ich, dass durch Hinweisschilder oder durch digitale Anzeigen, auch wenn wir es in Italien noch keine gesetzlichen Normen haben, auf den Autobahnen die Autofahrer auf die Bildung der Rettungsgasse aufmerksam machen können und sie dazu auch erziehen. Wenngleich in der italienischen Verkehrsordnung die Bildung der Rettungsgasse nicht vorgesehen ist, so kann, wie im Beschlussantrag angeregt werden, durch Hinweisschilder in den Autobahnen auf die Bildung der Rettungsgasse bei Stau angeregt werden, denn im Notfall rasch geholfen werden kann. Diesen verkehrssicherheitstechnischen Neuerungen sollte die Autobahngesellschaft sich nicht länger widersetzen. Das heißt also, dass man die Autobahn auch dazu ermuntert, solche Hinweisschilder oder digitale Einrichtungen zu machen, wie wir es in Österreich und in Deutschland sehen. Vielmehr sollten die Autofahrer durch Aufklärungskampagnen und bewusstseinsbildende Maßnahmen auf die Errichtung der Rettungsgasse bei Staus und Rettungseinsätzen aufgeklärt werden. Wir als Team Köln-Perde unterstützen diesen Beschlussantrag und werden ihm auch zustimmen. Danke. Vielen Dank. Um das Wort ersucht hat der Abgeordnete Staffler Hans-Peter. Bitte sehr. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ja, Kompliment an die Kollegin Uli Meier, die sozusagen die Notbremse gezogen hat und den Beschlussantrag von gestern jetzt umformuliert hat. So ist er jetzt natürlich auch tragbar, weil gestern hätte er sich ja gegen die Straßenverkehrsordnung ausgesprochen. Und jetzt kann man sozusagen eine europäische Initiative in die Wege leiten. In der Tat, wir haben schon gehört, das Problem liegt ja auf europäischer Ebene. Wir haben hier ganz unterschiedliche Straßenverkehrsordnungen und die sind noch nicht harmonisiert. Und hier hätte die Europäische Union natürlich einen großen Aufgabenbereich zu bewältigen, obwohl wir ja wissen, im Bereich des Rettungswesens mit der 112, also mit der Notrufnummer, ist das gelungen. Aber im Verkehrswesen ist das viel, viel komplizierter. Wir haben jetzt schon sehr vieles gehört und das Problem, glaube ich, sehr gut dargelegt, aber trotzdem noch einmal hat mich der Beschlussantrag auf eine Idee gebracht, beziehungsweise auf eine Frage, die mit der dynamischen Spur zwischen Bozen und Verona zusammenhängt. Weil da wirft sich jetzt die Frage auf, wie, und das war, diese Frage ginge dann natürlich auch an unseren Landesrat für Mobilität, wie will man auf der Autobahn zwischen Bozen und Verona, so die dynamische Spur einmal kommen wird, die Rettungssituation handeln, weil die Notspur, die ja dafür da ist, wird dann besetzt werden durch den dynamischen Verkehr.
Und dann muss man ja ein Konzept haben, wie man eine Rettungsgasse, eine Notspur dann ad hoc bildet. Und das wäre jetzt interessant, eine sehr interessante Diskussion, weil da muss es ja bereits im Vorfeld präventiv einen Lösungsansatz geben. Ansonsten hätte man da ja auf ein wichtiges Teil, auf ein äußerst wichtiges Teil in den Verhandlungen vergessen. Jedenfalls in diesem Sinne, glaube ich, ist es ein interessanter Ansatz, weil wir ja auch die Europäische Union daran erinnern, vielleicht im Bereich des Verkehrswesens hier einmal Hand anzulegen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Und aus diesem Grunde können wir den Beschlussantrag befürworten und stimmen zu. Dankeschön. Dankeschön. Um das Wort ersucht hat der Abgeordnete Unterholzer. Bitte, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident. Ja, Straßenverkehrsordnung ist ja sehr wichtig und wir wissen ja, dass 93% aller dass 90% aller Unfälle verhinderbar sind und 93% aller Autofahrer schlechte Autofahrer sind. Und ja, ist so, das sage nicht ich, das sagen Statistiken, das sind Daten und genau auf dem fußt die Straßenverkehrsordnung. Und ich darf sagen, bin ja in den letzten 20 Jahren jedes Jahr 100.000 Kilometer unterwegs gewesen und kenne das Thema Rettungsgasse sehr gut. Und deshalb finde ich diesen Vorschlag sehr gut. Und es würde der Landesregierung gar wahrscheinlich gar kein Vergehen sein, wenn sie beispielsweise auf der Mevo oder auf der Bustertaler Straße oder auch auf der Finchgauer Straße, weil da jeweils sie wohl drei Autos ohne weiteres nebeneinander Platz haben. Und da können wir mit exzellent gutem Beispiel oder Vorbild wieder was zeigen oder vorangehen und das einfach kurz ausschildern, weil ein Unfall oder wenn es zu einem Stau kommt, dann reicht es jedem Autofahrer, sich ganz rechts aufzustellen. Deshalb die Rettungsgasse ist in der Regel oder sollte in der Mitte durchgehen. Und das war eine exzellent, sehr gute Maßnahme. Und deshalb danke für so einen Vorschlag. Und das sollte man eigentlich vielleicht so ein bisschen erweitern. Und das könnte ja die Landesregierung oder auf die Landesstraßen zumindest als Pilotprojekt auf der Mevo beispielsweise praktizieren. Das würde ich für eine sehr gute Initiative halten. Deshalb unterstützen wir sehr wohl dieses Thema. Vielen Dank. Das Wort an den Abgeordneten Locher Franz, bitte. Geschätzter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, vor allem geschätzte Einbringerin, ich glaube, das ist ein sehr interessantes und ein Thema, was uns auch viel beschäftigt hat und damals am 4. Dezember, 4. Oktober, wer damals unterwegs war, und vor allem dann Ende Endach bei dem Schneefall, das hat uns schon ein bisschen zu denken gegeben und vor allem in unseren Köpfen auch eine gewisse Panik ausgelöst. Das heißt, wenn wir betroffen wären gewesen, etwas wäre dann passiert oder das hätten wir uns dann gedacht. Es geht erstens, glaube ich, jetzt um Sicherheit und zweitens geht es vor allem, wer im Auto sitzt und zwei, drei Kinder im Auto hätte und noch mitmachen müsste, was dann passieren würde, stundenlang Kinder im Auto zu sitzen. Damals auch noch eine gewisse Kälte war, das heißt, es war nicht immer und es ist nicht immer ein gutes Wetter, dass uns dieses Thema absolut beschäftigen muss in Südtirol. Unterholzner, ich bin nicht gerade der Meinung, dass 93% schlechte Autofahrer sind. Aber das kann man ja, es ist eine Anmerkung, das heißt, also wir meinen, dass wir doch halbwegs gute Autofahrer sind. Der Prozentsatz ist ein bisschen hoch angeregt, aber das kann ja so sein. Das Problem ist immer die Witterungsverhältnisse und wie wären wir mit den Witterungsverhältnissen zurecht. Und das heißt, dass die Autobahn, wie es Andreas Hofer schon damals gesagt hat, wir sind ein Land im Gebirge und auch die Schneefälle und extreme Witterungsverhältnisse uns immer zu schaffen machen. Die Rettungsgasse ist nicht nur wegen der Versorgung wichtig, die Rettungsgasse ist vor allem wichtig, um den Stau aufzulösen. Das heißt, wenn Autos stecken geblieben sind, dann muss ich was unternehmen und ich brauche Hilfe. Und wenn die Hilfe nicht hinkommt, wenn ich untertags bin, Kollege Ploner, dann könnt ihr eventuell noch mit dem Hubschrauber hinkommen. Ich kann nicht mit dem Hubschrauber Autos oder Laster wegtransportieren. Das heißt, ich brauche eine Sicherheitsspur, die absolut notwendig ist, damit auch irgendwas unternommen werden kann. Das heißt, es geht nicht nur um die Versorgung, es geht vor allem um dies, dass man auch was unternehmen kann, um den Stau aufzulösen. Weil der Stau löst sich nicht von selbst aus. Vor allem, wenn damals, wie im Winter, das der Zustand war, kein Schneeräumungsfahrzeug kommt hin und auch kein
keine Transporter, der dann die Last das eben wegbringen kann. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, über die wir uns befassen müssen. Das heißt, eine Rettungsgasse ist einfach wichtig, dass wir auch in diesem Moment den Stau auflösen können, weil sonst können wir reden und diskutieren, was wir wollen. Wenn ein Fahrzeug stecken bleibt und nicht die richtige Winterausrüstung hat, dann nutzt das eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Ich glaube, das ist ein Teil einer Politik, wo wir nicht nur fragen müssen, sind wir zuständig oder nicht. Ich glaube, Kollege Staffler, du warst ja lange im Amt für Brand- und Zivilschutz, irgendwann, wenn es um Bevölkerungsschutz geht, dann müssen wir zuständig sein. Das heißt, das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, so wie die Gemeinden zuständig sind, der Bürgermeister mit einer Verordnung zuständig ist und auch der Landeshauptmann wie über die übergemeindlichen Institutionen eine ganz klare Zuständigkeit. Das heißt, wir müssen zuständig sein für diese Sachen. Wir dürfen nicht fragen, Rom fragen, sind wir zuständig oder nicht, oder Brüssel fragen, sind wir zuständig. Wir sind in Südtirol für die Sicherheit unserer Bevölkerung, auch für Verkehrsaufkommen ganz einfach zuständig. Deshalb, Kollegin Uli Meier, ich werde das sicherlich auch zustimmen. Ich finde das einen guten Vorschlag und ich glaube, das ist ein Vorschlag, den wir unbedingt einfach was draus machen müssen. Das heißt, das dürfen uns nicht da eigentlich aus dem Zeug nehmen und dürfen nicht sagen, wir sind nicht zuständig. Wir sind zuständig, auch für die Sicherheit. Absolut, und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz. Dankeschön. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Wenn der Franz beginnt zu reden, nachher hört er nicht mehr auf. Das Wort ersucht hat der Abgeordnete Leiter Eber Andreas. Bitte, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident, geschätzte Kollegen, lieber Kollege Franz Locher. Das ist genau die Kerbe, die ich auch schlagen werde. Und zwar, wir merken es ja im Landtag immer wieder, dass bei den allermeisten Gesetzen stoßen wir immer an die Grenzen unserer Autonomie. Und es ist schon manchmal sehr mühsam, dass man nicht so entscheidende und in meinen Augen auch bescheidene Sachen wie eben eine Rettungsgasse innerhalb auf den Südtiroler Straßen einzuführen, dass man so etwas nicht selber regeln kann, auch in Anbetracht, dass es unsere Nachbarländer ja auch machen und vor allen Dingen, weil sie eben funktioniert und praktikabel ist. Und wenn man viel unterwegs ist, und ich glaube, die meisten hier im Landtag sind auch auf den Straßen unterwegs und zwar nicht nur mit öffentlichen, weil es sich manchmal eben nicht anders ausgeht oder die Situation nicht erlaubt. Und wenn man in Stausituationen gerät, dann merkt man, dass unsere Leute und nicht nur Touristen und Gäste, sondern wir Südtiroler ja schon bereit sind, beziehungsweise die Rettungsgasse sozusagen schon intus haben und schon praktizieren auf unseren Straßen. Das wäre also nicht der große Schritt, hier was Neues zu machen. Und jeder, der einmal im Salzburgerischen war, wo es meistens irgendeine Baustelle oder irgendwas anderes gibt, dann ist man automatisch schon, lernt man es dort auch schon. Und man sieht es bei uns, dass nur einzelne wenige es vielleicht noch nicht können. Und in dem Moment, wo man vor einem schon 3-4 Autos sieht, die links und rechts ausweichen, dann muss man schon irgendwo ein Ignorant sein, wenn man das dann nicht dementsprechend praktiziert. Und es besteht ja vor allen Dingen die Möglichkeit, über unsere Kanäle, die Informationssysteme, die uns zur Verfügung stehen, das schon bereits zu bewerben und anzukündigen. Sei es auf den Hinweistafeln, auf den Schildern bei der Autobahn oder auch auf der MEBO zum Beispiel, bei der Verkehrsmeldezentrale und über die Radios. Und da muss ich schon sagen, wenn eine Südtiroler Verkehrsmeldezentrale bereits die Rettungsgasse empfiehlt derzeit, die auch offiziell stehen wir ja da im Widerspruch zur italienischen, zum Straßenverkehrskodex und zum Gesetz, dann muss man schon sagen, in Notsituationen, da muss uns die italienische Gesetzgebung relativ egal sein. Da geht es darum, dass wir Leuten helfen, dass wir an den Unfallsort hinkommen, dass wir Leben im besten Falle oder im schlimmsten Falle Leben retten. Da müssen wir uns auch klar sein darüber, wenn wir als Land und die öffentlichen Behörden hier die Rettungsgasse empfehlen, dass man dann auch dahinter steht und nicht danach. Ich hätte noch nie gehört, dass bei derzeitigen Rettungsgassen, wie sie schon praktiziert worden sind, danach alle Autofahrer entlang der MEBO gestraft worden wären, dass sie nicht der italienischen Verkehrsordnung, nicht an diese Ordnung gehalten hätten. Das muss man hier sagen. Und deswegen, es ist schon gut, der Begehrensantrag, und ich freue mich, dass so viel Unterstützung für diesen Antrag da ist,
aber wir wissen alle, wie es läuft, dass es sehr lange dauern wird, bis die italienische Regierung ihre Straßenverkehrsordnung ändert. Deswegen, unabhängig davon, müssen wir auch hier sensibilisieren und bei uns auch überlegen, ob wir hier ein bisschen mutiger sind und morgen in den entsprechenden Situationen auch couragiert handeln und die Rettungsgasse empfehlen. Vielen Dank. Um das Wort gebeten hat die Frau Abgeordnete Ladona Jasmin. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Kollegin Mayer, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Einbringung dieses Beschlussantrages bedanken. Ein wichtiges Thema, gerade auch für uns junge Menschen in Südtirol, in Europa ganz generell. Ich glaube, wir müssen wissen, müssen wir nach links fahren oder nach rechts, wenn ein Unfall passiert. Es ist wichtig, dass hier eine einheitliche Regelung stattfindet. Insofern auch im europäischen Sinne eine wichtige Initiative. Denn wir haben heute noch in Deutschland andere Regelungen als in Italien beispielsweise, was natürlich in Notsituationen zu Chaos führen kann. Hier müssen wir vorbeugen. Insofern stimme natürlich auch ich sehr gerne diesem Antrag zu und hoffe, dass in diesem Sinne hier einiges gemacht wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zur Replik. Ersuche den zuständigen Landesrat. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegin Mayer, ich kann auch nur dem zustimmen, was vorhin gesagt worden ist, dass man dieses Thema ernst nimmt. Aber allen voran ein Thema. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig war, dass wir dieses Thema oder diesen Beschluss in einen Begehrensantrag umwandeln und dass wir hier aktiv werden. Und ich möchte hier auch einige Stellungnahmen aufnehmen, auch vom Kollegen Locher. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Thema nicht nur auf nationaler Ebene angehen, sondern vor allem auch grenzübergreifend. Das heißt, auch auf der europäischen Ebene. Weil das ist wieder ein Thema, wo man feststellen muss, es wird sehr viel investiert in europäische Integration, Projekte, Eisenbahnprojekte, Straßenprojekte. Aber es wird wenig zurzeit noch investiert in einheitliche Regeln, einheitliche Verordnungen, damit man vor allem für die Verkehrssicherheit auch eben etwas Positives erreicht, damit wir für unsere Verkehrsflüsse, die wir ja tatsächlich haben, gerade auch auf dem Brenner Korridor, damit man hier etwas tut. Und ich nehme diesen Anlass auch, noch ein Thema anzubringen, auch bei der Verladung, also bei der Verladepolitik gibt es keine einheitlichen Regeln noch. Und deswegen, wenn es keine einheitlichen Regeln gibt, sind das eigentlich Barrieren. Und Barrieren führen dazu, dass man eben diese europäische Integration nicht erreicht. Ich glaube eines, und hier das Thema Autonomie stimmt sicherlich, allerdings geht es hier über die Landesgrenzen hinaus. Und das ist ein Thema, das wir hier ansprechen müssen bei der Mobilität, beim Verkehr. Also auch wenn wir hier autonome Regeln in der Straßenordnung finden würden, ist es nicht sinnvoll, dass wenn man unterhalb von Trient irgendwo rechts abbiegen würde, in Südtirol in der Mitte eine Rettungsgasse haben würde, in Deutschland und Österreich wieder eine andere Regel. Da ist der Verkehrsteilnehmer eigentlich, wird der Verkehrsteilnehmer verwirrt und das wäre der falsche Weg. Wir müssen diesen Anlass heute auch nutzen und danke für Ihre Anmerkung, um zu sensibilisieren. Wir sind in einem Grenzgebiet und gerade hier braucht es einheitliche Regeln, was die Verkehrsordnung anbelangt. Wir werden uns dafür einsetzen. Es läuft derzeit eine Überarbeitung und ein erneuter Versuch der Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung im italienischen Parlament, derzeit in der Kammer. Wir sind dabei, eben hier unsere Themen einzubringen. Das wird eines davon sein. Ich weiß nicht, ob es in dieser Legislatur möglich sein wird, dass das Parlament hier eine neue Gesetzgebung auch zu Wege bringt. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema einbringen. Für mich ganz persönlich eben, wie gesagt, dass es auch überregional diese Anregung stattfinden wird. Ich möchte vielleicht da über den Begehrensantrag hinaus das Thema auch eben, sei es bei der Brenner-Korridor-Plattform oder eben bei den EU-Verkehrsgipfeln auch einbringen, damit wir vor allem eben auch über das Staatsgebiet hinaus dieses Thema anbringen. Wir als Landesregierung stimmen dafür, dass wir eben diesen Weg gehen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort an die Einbringerin, bitte. Herr Präsident, danke, Herr Landesrat. Und natürlich möchte ich mich
bei allen Fraktionen bedanken, die den Antrag mittragen, für ihre durchaus interessanten und wertvollen Redebeiträge, auch für Ideen, die bereits mitgeteilt wurden, die auch in der Diskussion entstanden sind. Dass wir auch ursprünglich auf unser eigenes Land geschaut haben, hat wirklich damit zu tun, weil wir uns auf die Verkehrsmeldezentrale Südtirol gestützt haben, die ja mehrmals schon in der Vergangenheit aufgerufen hat und das für uns im ersten Moment natürlich nicht ganz so klar war, dass die Verkehrsmeldezentrale einen Aufruf macht und damit eigentlich gegen den Straßenverkehrskodex verstößt. Uns geht es in Notsituationen, glaube ich, geht es um Hausverstand, um Eigenverantwortung, dass man Dinge rasch regelt, dass man schnell an die Stellen kommt, um Hilfe zu leisten, die lebensrettend sein können. Und es wurde hier ja schon vieles richtig gesagt. Ich bedanke mich auch beim Landesrat, dass er auch rasch dieses Thema, sei es in Rom und auch an anderen Stellen, deponieren wird. Ich glaube, es ist im Interesse von uns allen. Nichtsdestotrotz ersuche ich, dass man es nicht jetzt rein bei der römischen Regierung belässt, sondern dass man schon als Land selbst dann auch sensibilisiert, informiert und vielleicht auch eine Kampagne macht. Wenn ich an die Kampagne erinnere, Stay Smart, die das Land macht, die sicher auch richtige und wichtige Inhalte hat, was das Handy anbelangt und so weiter. Aber wenn ich mir vor Augen halte, die Kampagne, die 80.000 Euro gekostet hat, pinkfarbene Schaumgummipolster an den Straßenlaternen zu montieren, damit jemand, der mit dem Handy unterwegs ist, nicht dagegen läuft, ja, mein Gott, wenn jemand dagegen läuft, geschieht ihm recht, sage ich. Ich glaube, es gibt wichtigere Sensibilisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise eben hier die Rettungsgasse, das auch von allen aufgegriffen wurde. Und ich bedanke mich für diese breite Zustimmung. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung zu diesem Beschlussantrag. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung mit 31 Ja und einer Enthaltung ist der Beschlussantrag angenommen.